Hallo und grüß euch. Heute geht es bei meiner philosophischen Betrachtung: Gibt es einen Gamechanger bei Covid-19? Und wenn ja, wie schauen sie aus? Dazu habe ich Artikel gefunden zu Nasensprays und zu einem bestimmten Asthmaspray. Kommen wir nun zum ersten Artikel: Nasensprays reduzieren Viruslast. Mund und Nase sind die Einfallstore für SARS-CoV-2. Dort im Rachenraum die Viruslast zu reduzieren, kann zwar keine Ansteckung verhindern, das Risiko einer schweren Covid-19-Erkrankung jedoch senken. Derzeit werden einige medizinische Nasensprays klinisch getestet, aber auch bekannte Hausmittel können helfen. In der Nase, vor allem ganz hinten im Nasenrachenraum, ist die Viruslast größer als im restlichen Rachenbereich. Die SARS-Coronaviren wandern von dort in die Lunge und können hier in Folge zur gefährlichen Covid-19-Erkrankung führen. Bei der Abwehr in der Nase anzusetzen, ist folglich eine vielversprechende Idee. Diese verfolgt etwa ein kanadisches Unternehmen, das auf den Wirkstoff Stickstoffmonoxid setzt. Dieser Nasenspray ist in Israel bereits zugelassen. Laut einer ersten Studie aus Großbritannien soll er die Viruslast in der Nase um bis zu 99% reduzieren, wie der Hersteller in einer Pressemitteilung angibt. Studien zu bekannten Wirkstoffen. Das Prinzip sei allerdings nicht neu, sagt Birgit Willinger vom Institut für Mikrobiologie der Medizinischen Universität Wien. Man kenne es aus der Vorbeugung von Erkältungs- und Influenzaviren. Es gibt ein schönes Spektrum von Substanzen, die eine Wirksamkeit gegenüber Viren aufweisen, die man entweder als Nasenspray oder auch als Gurgellösung einsetzen kann. Wie Influenzaviren zählen auch Coronaviren zur Gruppe der behüllten Viren und diese Fetthüllen sind empfindlich. Sie reagieren beispielsweise auf tensidverwandte Stoffe wie Octenidin, auf Jodlösungen mit PVP-Jod und den Rotalgenextrakt Carragelose. Dieser Rotalgenextrakt wirkt in Influenzaviren, so Willinger, und in Laborexperimenten auch gegen SARS-CoV-2. Eine Studie mit einem entsprechenden Produkt läuft derzeit in Wien zur Prävention bei Klinikpersonal. Gurgeln mit Hausmitteln. Doch selbst Hausmittel könnten helfen, die Viruslast im Rachen zu reduzieren, so Willinger. Dazu gehöre vorbeugend mit Salbeextrakt zu gurgeln. Man weiß ja mit Sicherheit, dass eine Wirkung gegenüber Grippeviren und auch Coronaviren vorhanden ist. Und daher ist es auch sehr wahrscheinlich, dass hier eine Wirkung bei SARS-CoV-2 vorliegt, so die Mikrobiologin. Mit lauwarmem grünen Tee zu gurgeln und mit Kochsalzlösungen die Nasenschleimhaut zu befeuchten, könne ebenfalls sinnvoll sein, erklärt Willinger. Diese Befeuchtung der Schleimhäute bewirkt, dass Viren schlechter anhaften können, sagt Willinger. Auch ohne Viruzid wirksame Sprays oder Lösungen könne man also eine vorbeugende Wirkung erzielen. Risiko für schweren Verlauf reduzieren. Eine Ansteckung verhindern könnten diese Maßnahmen nicht, betont Willinger, aber die Viruslast im Rachenraum zu reduzieren wirke doppelt positiv. Bei den Infizierten können das eine effektivere Aktivierung des Immunsystems herbeiführen und damit einen schweren Covid-19-Verlauf unwahrscheinlicher machen. Und für das Umfeld bedeutet eine niedrigere Viruslast ein geringeres Ansteckungsrisiko. Vor einiger Zeit habe ich sogar schon einen Werbeaufsteller zu einem Nasenspray gefunden. Ich habe immer geglaubt, Coronaviren soll man nicht mit der Grippe vergleichen. Und die verursachen anscheinend nur einen grippalen Infekt. Grippaler Infekt ist ja normalerweise leichter als die Grippe. Was hat das alles zu bedeuten? Kommen wir nun zum zweiten Artikel, den ich gefunden habe und sehr interessant finde. Da geht es um eine neue Studie. Kann Asthmaspray schwere Covid-19-Verläufe verhindern? Cortisonpräparate könnten bei einer Covid-Erkrankung helfen. Wie plausibel das ist und welche Daten noch fehlen. Eine neue Studie der Universität Oxford weckt Hoffnung auf ein Medikament, das vor schweren Covid-19-Erkrankungen schützen könnte. Konkret geht es um Asthmasprays mit dem Wirkstoff Budesonid. Österreichische Experten bewerten diese Studienergebnisse als sehr positiv und
und vielversprechend warnen aber auch vor allzu überzogenen Hoffnungen. Was besagen die Hauptergebnisse der Studie? Laut Studienergebnissen im Fachblatt Le Lancet veröffentlicht wurden, kann inhaliertes Budesonid das Risiko eines schweren Krankheitsverlaufs um 90% reduzieren. Ebenso könne die Arznei die Krankheitsdauer um rund einen Tag verkürzen. Innerhalb der Gruppe, welche die Standardbehandlung erhalten hatte, mussten 10 Erkrankte aufgrund schlimmer werdenden Beschwerden eine Notaufnahme aufsuchen oder stationär aufgenommen werden. Aus der Gruppe, die Budesonid inhalierte, war es nur eine Person. Auf ORF hat die noch folgenden Artikel gefunden, was bei einem positiven Test zu tun ist. Der ist sehr interessant und ausführlich geschrieben. Aber was für mich sehr interessant ist, der Absatz Fieber als natürliche Abwehrreaktion. Von fiebersenkenden Erkältungsmitteln aus der Apotheke rät wenig indes ab. Diese würden den Krankheitsverlauf eher negativ beeinflussen. Schließlich sei Fieber eine natürliche Abwehrreaktion des Körpers, die dazu führe, dass Viren abgetötet werden. Medikamente wie diese sollten daher nur dann eingenommen werden, wenn man es gar nicht mehr aushält. Das waren nun die Artikel, die ich zu meinem Thema Game Changer gefunden habe bei Covid-19, bei Nasensprays und Asthmasprays. Falls euch das Video gefallen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke. Bis zum nächsten Mal, euer Wolfgang.